Einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus heute am Montag, den 5. Dezember. Wie ihr gesehen habt, sind in den letzten Tagen keine Andachten gekommen. Es lag daran, weil es mir gesundheitlich nicht besonders ging. Man glaubt immer, man kommt darüber hinweg, wenn Menschen mit Verleumdungen einen angreifen. Aber es zehrt doch und man braucht seine Ruhe. Heute möchte ich wieder weitermachen mit unseren Andachten und freue mich, dass ihr da seid und zuhört. Das Wort, welches ich weitergeben möchte heute, finden wir das in Lukas 15,1. Da heißt es, es nahten sich zu ihm alle Sünder. Wir wollen also in diesen Andachten mit den Gleichnissen im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums beginnen. Dieses Kapitel wird auch das Evangelium im Evangelium genannt. Es enthält die folgenden drei Gleichnisse Jeschuas. Mit dem verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. In diesen Gleichnissen zeigt sich besonders die Sorge Gottes um die in Sünde verlorenen Menschen dieser Welt. Das Kapitel 15 beginnt mit den Worten: Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Wir haben auf Justin TV einen Stream, wo wir Gottes Wort weitergeben möchten. Da könnte man diese Worte ähnlich einsetzen. So kamen alle Sünder und Zöllner, Stänkerer und Störer, aber nicht um zu hören, sondern zu stören. Aber hier kamen sie, um zu hören, und es ist für mich erbaulich, immer wieder zu erleben, dass es noch Menschen gibt in der heutigen Zeit, die fragen: Warum kamen sie zu Jeschua? Hatte er etwas besonders Schönes gesagt, was sie anzog? Dazu wollen wir die letzten Worte des vorangegangenen Kapitels dieses Evangeliums hören. Dort heißt es: Es gingen aber große Volksmengen zu ihm oder mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Jünger sein heißt das Kreuz tragen. Was heißt Kreuz tragen? Bereit zu sein, alle Schmach zu tragen, so wie Jeschua seine Schmach, oder besser gesagt, deine und meine Schmach getragen hat. Wir tragen unsere eigene. Er trug unsere. Denn er war sündenfrei. Er war fehlerlos. Auch wenn wir sagen können, es nahten sich zu ihm alle Sünder, so ist es umgekehrt genauer gewesen. Er hat sich den Sündern geneigt, um ihnen die frohe Botschaft zu sagen. Wer also nicht bereit ist, sein Kreuz, sein Lasten auf sich zu nehmen, kann nicht mein Jünger sein. Jünger sein heißt also nicht Prediger spielen, mit Jumbo-Jets in der Welt umeinander zu reisen und auf den Bühnen große Shows abzuliefern, so wie es bei Bonke hin und Meier ist, sondern Kreuz auf sich nehmen. Und diese Menschen sieht man nirgends, dass sie ein Kreuz tragen. Oh ja, das Kreuz des vielen Geldes, was ihnen die Menschen in die Hosentasche schieben. Auch der Andreas Hübner im Internet
ist ein Betrüger. Also, nun jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Die Frage für mich ist natürlich, brauche ich als großer Prediger oder Evangelist mehrere eigene Jumbojets? Unser Heiland hatte nicht einmal einen eigenen Esel. So mussten diese Menschen doch auch nicht unbedingt einen Jumbojet haben. Gut, vielleicht ein normales Auto. Aber es muss auch keine SE-Klasse sein. Wer nicht allem entsagt. Joyce Meyer entsagt nicht. Benny Hinn entsagt nicht. Und Benny Hinn und Roland Bonke entsagen nicht. Sie genießen das Leben in vollen Zügen. Aber das ist nicht korrekt. Wir sollen nicht hungern. Wir müssen nicht darben. Das ist nicht das Thema. Aber muss ich, wenn ich mit 100 Euro am Tag oder in der Woche auskommen, unbedingt 1.000 Euro in der Tasche haben? Ein Andreas Hübner im Internet postet sehr viele Bilder, wo er angeblich schon gepredigt hat. Wenn man die genau inspiziert, kann man erkennen, dass es Bilder waren, die man auf diesen großen Veranstaltungen und Shows von Reinhard Bonke geschossen hat. Also nun jeder von euch, der nicht allem entsagt, der kann nicht mein Jünger sein. Jeschua wies hier die Volksmenge darauf hin, die Kosten zu überschlagen, wenn sie ihm nachfolgen wollen. Es sollte ihnen am Tag, am Ende nicht so gehen, wie dem Bauherrn, der zwar begonnen hat, mit dem Turm zu bauen, aber dann aufhören muss und ihn nicht mehr vollenden konnte. Es sollte ihnen auch nicht so gehen, wie dem König, der mit 10.000 Soldaten einem anderen König entgegenzog, der die große Übermacht von 20.000 Soldaten hatte, obwohl er kannte die größten Sünder in diesen Worten, die Ehrlichkeit Jeschuas. Aber sie sahen auch die große Chance, dass Hamaschiach ihr Leben zum Guten hin verändern könnte. Wenn sie ihm nur nachfolgen würden, und deshalb beginnen wir dieses 15. Kapitel mit den Worten, sie nahten aber zu ihm, sich alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Warum hörst du dir diese Andacht an? Weil du ihn hören willst? Oder weil du nur Stoff suchst, um wieder einmal zu stänkern? Ja, auch unsere Zeit, die genug Schönredner kennt, darf sich der ehrlichen und wahren Botschaft Jeschua öffnen. Nur dann kann eintreffen, was der Herr auch sagt. Wenn ihr in meinen Worten bleibt, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Möge doch Gott euch heute mit seiner Wahrheit begegnen. Mit Jeschua natürlich, denn Jeschua ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich wünsche dir diese Begegnung heute und ermutige dich, bereit zu sein, sein Joch oder sein Kreuz auf dich zu nehmen,
damit der alte Mensch immer mehr stirbt, so wie Jeschua am Kreuz starb. Amen.